Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und wir sind mittendrin in einer Ausbildungsmarathon. Bilde einen Arzt aus, 60.000 Einruf. Es trifft sich gut, weil ich hier jetzt gerade ja auch tatsächlich einen Arzt ausbilde. Ein Chirurgen, um ganz genau zu sein. Und der lernt auch ganz gut inmitten all der Bibliotheken, die ich hier gebaut habe. Das ist hervorragend. Mein Personal ist so halbwegs zufrieden, aber was man auf jeden Fall festhalten muss, um Stufe 16 zu erreichen, brauche ich noch mehr Personal und noch mehr Platz. Das heißt, es ist an der Zeit für mich, nochmal was zuzukaufen. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich denn überhaupt noch irgendwas zukaufen kann. So viele Möglichkeiten gibt es ja hier gar nicht mehr. Mir scheint, ich kann bloß noch das da dazu kaufen, oder? Ah, nee, da hinten hat es auch nochmal was. Ah, hier hat es auch nochmal was. Oh, jetzt auch nochmal was. was will ich denn kaufen? Soll ich das? Ja, ich glaube schon, oder? Das war jetzt das teuerste von all denen, aber auf der anderen Seite. Warum nicht? So. Das passt. Dann warten wir das hier mal ab. Und schauen mal, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Aha. Weiterbildung abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Damit haben wir auch 50.000 bekommen. Ja, es läuft ganz gut. Geld haben wir. So. Dann können wir ja eigentlich gleich den nächsten ausbilden. Den da zum Beispiel. Oder, warte mal, ich könnte ja mal so einen Allgemeinmediziner mir schnappen. Hier. Und dann machen wir Allgemeinmedizin 3. Externer Ausbilder, Feuer frei. Aha, hier gibt es auch nochmal 20.000 dafür. Das ist alles sehr gut. Es funktioniert alles ziemlich gut, wie ich finde. Mir fehlen halt Ärzte. So kommt es mir zumindest vor. Ich habe hier mindestens 1, 2, 3 mal das Symbol, dass mir ein Arzt fehlt. So einen Megascanner habe ich ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich so ein Allround-Talent mir schnappen soll. 50% Leertempo. 10% Zufriedenheit. Macy Löw. Okay, weiterbilden muss ich auf jeden Fall einen ganz großen Stil. Oh, befördere einen Mitarbeiter, gieße 10 Pflanzen. Aha, gieße 10 Pflanzen. Da wisst ihr ja schon, was das bedeutet. Da habe ich ja schon mal was vorbereitet. Nämlich das da. Zack. So, alle bis auf eine, ne? Eine einzige. Ah, jetzt kann ich die auch noch machen. So, das sind jetzt schon mal die 10. So, Personalstimmung sinkt so ein bisschen. Gucken wir mal schnell, ob wir mit ein bisschen Geld die Sache verbessern können. Hier fehlt eigentlich nicht mehr viel. Jetzt können wir mal gucken. Ah ja, okay. Da unten laufen schon die ersten rum. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich weitermachen möchte. Ich könnte drüber nachdenken. Hier zum Beispiel diese Arztpraxis. Ne? Überhaupt bei den Arztpraxen kann ich ein bisschen danach schauen, dass ich überall diese Arzneischränke noch reinbaue.
Das habe ich nämlich am Anfang weggelassen aus finanziellen Gründen. Aber das ist jetzt natürlich gar nicht mehr so clever, wenn ich jetzt weiterhin hier einen auf Sparfuchs mache. Deswegen schauen wir mal, dass jetzt überall diese Schränke auch wirklich drin sind. So, haben wir sonst noch irgendwo einen? Ja, da, aber da habe ich schon dafür gesorgt. Und da unten hat es keinen. So, dann gucken wir mal, was es hier sonst noch so für Objekte hat. Hier, was hat es da für welche? Server. Da kann ich immerhin einen Server unterbringen. Und hier? Hier kann ich auch Arzneischränke unterbringen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, immerhin. Okay. Was ist hier? Server. Hier ist auch wirklich Platz. Traue ich mich? Ich glaube, ich traue mich. Stufe 4. So, das geht nicht mehr. Da ist vorbei. Mal kurz gucken, ob wir das nicht noch irgendwo hinzimmern können. Da haben wir jetzt halt... Ach, das ist das Poster. Mal kurz weg mit dem Poster. Feuerlöscher. Zack. Sehr gut. Und jetzt könnte ich natürlich noch die Mülltonne nehmen. Und vielleicht da hinten hinzimmern. Dann wiederum würde mir nämlich nochmal ein Server dahin passen. Wie sieht es denn aus? 20. Juli, gieße 10 Pflanzen, befördere einen Mitarbeiter. Ah, Stromschlag. Prestige Stufe 5. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Forschung insgesamt schneller läuft dadurch. Oder? Merke ich jetzt so nicht. Vielleicht wird ja das dadurch besser. Ein Hausmeister wird zur Reparatur der Ultraschallkanone benötigt. Was heißt das hier? Moment mal. Forschungsvermögen. Plus 1%. Okay. Jetzt schauen wir erstmal. 9 Pflanzen haben wir ja immerhin schon gegossen. Eine fehlt offensichtlich noch. Ah, hier haben wir eine Beförderung. Eine Pflanze fehlt uns noch. Die gießen wir jetzt noch schnell. So, hier läuft noch die Ausbildung. Sieht es nicht so schlecht aus im ersten Moment. Bloß die Personalstimmung ist nicht so ganz optimal. Aber alles andere funktioniert eigentlich schon irgendwie. So, jetzt kann ich mal nur kurz drüber nachdenken. Wenn ich jetzt diesen Raum hier, dieses Ärztezimmer, kopieren möchte, wo packe ich es denn hin? Ich könnte es dahin packen. Finde ich gut. Machen wir prompt. Dann wollen wir einmal kurz ein paar Bänke aufstellen. So. Und dann wollen wir Heizungen aufstellen. Genau, Heizung braucht's. Ohne Heizung ist nicht gut. So. Dann machen wir die Heizung dahin. Zack. Und dann stellen wir einfach nochmal überall ein bisschen was hin. Hauptsache, es ist erstmal kuschelig warm. So, jetzt schauen wir auch mal, ob dieses... Ja, es wird auch gleich besetzt. So, wir machen geringfügigen Verlust, aber ich denke, es hält sich noch so halbwegs im Rahmen. Wichtig wäre halt, dass wir hier auch mal mit dieser Schocktherapie weiterkämen. Okay, befördere einen Mitarbeiter. Ah, jetzt kann ich wieder jemanden weiterbilden. Dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Huch. Mit der Weiterbildung, was wir da so machen können. Weil da bin ich mir im Moment gerade überhaupt nicht sicher, was jetzt hier das Richtige wäre. Wie wäre es mit...
suche ich mir erstmal. Moment mal, ich suche mir hier einen aus. Was haben wir denn hier? Ausbildung, Geisterjagd. Krankenpfleger. Oh, der kann gar nichts. Was ist denn das? Ein Assistent. Assistenzarzt. Jetzt weiterbilden. So, Geld habe ich gerade keins, also brauche ich irgendjemand, der bereit ist, das zu vermitteln. Macht Pause 16 Tage. Hausmeisterin. Ja, aber die kann eine Sache geben, nämlich Ausdauertraining. Sehr gut. Go. Super. So, was haben wir hier? Au. Oh, erhalte 1000 Forschungspunkte. So, irgendwie diese letzte Pflanze, die noch zu gießen ist, braucht ein bisschen länger, als mir lieb ist. Kein Mensch weiß warum. Ha, da ist es doch passiert. So, jetzt sind wir wieder im Plus. Befördere einen Mitarbeiter, 1000 Forschungspunkte, 200 Patienten. Ja, okay, 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 okay. Da ist auch Patient mit Schildkrötensyndrom. 3 haben wir immerhin gepackt. Und jetzt fehlt ein Arzt. Der ist jetzt wirklich. Ah, okay. Kommt wieder. Nee, kommt doch kein neuer. Sag mal, habe ich so wenig Ärzte, echt. So, 200 Forschungspunkte. Das klingt schon eher machbar. 1000 Forschungspunkte. Mittlerweile geht es auch ein bisschen schneller vorwärts, habe ich so das Gefühl, ne? Mit der Forschung. Es läuft, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Instandhaltung für die Zirkustherapie erforderlich. So. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir das nicht hinbekommen hier. So, der hier wird jetzt geheilt. Prima. Oh, die Maschine bräuchte auch mal ein Upgrade. Beziehungsweise eine Reparatur. Okay, aber das haben wir auf jeden Fall geschafft. Das ist schon mal gut. Gleich haben wir auch die 200 Punkte hier. Und dann warte ich eigentlich bloß noch, bis ich meine 200 Patienten geheilt habe. Ich glaube, das ist jetzt eine ziemlich lösbare Aufgabe geworden. Sah am Anfang gar nicht danach aus. Große Schwierigkeiten gehabt. Aber, ja, was heißt große Schwierigkeiten? Auf jeden Fall lief es halt nicht wirklich rund. Das muss man halt schon sagen. So, da fehlt jetzt hier und da fehlt noch ein Arzt. Stelle ich mal so einfach mal irgendjemand ein. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Und dann wird man schon sehen, was wir so machen können. Ha, befördere einen Mitarbeiter. Sehr gut. So, jetzt können wir auch wieder jemand weiterbilden. Hier, den Longbottom. Den bilde ich tatsächlich mal weiter in Forschung 2. Und hol mir dazu einen externen. Zack. So. Genau. Jetzt muss der zwar wieder weg, um sich da quasi fortbilden zu lassen, aber dann kann er mit dem anderen gleichziehen, den ich schon mal weitergebildet habe. Erhalte 200 Forschungspunkte. Das stört mich jetzt nicht. Ich könnte natürlich hier mal ganz kurz der Sache nachgehen mit den Serverschränken. Hier zum Beispiel. Zack. Und hier passt ja auch noch einer rein, ne? Oder? Oh, er überlegt sich noch, ob er wirklich reinpasst. Ja, doch, er passt. Okay, das bringt noch mal ein bisschen was, nehme ich mal an. Alles hilft, ne? Ja. Noch ein neues Ziel. Befördere einen Mitarbeiter. Okay. So, da kommt der Schulungsleiter.
Und da kommt mein Forscher. Da ist er. So, und dann schauen wir doch mal, wie wir jetzt hier so weiterkommen. Auf jeden Fall läuft's im Moment gerade so ganz... Ich bin ganz zufrieden. Und dementsprechend mache ich an dieser Stelle auch einen Cut. Mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten. Morgen schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. In diesem Sinne, meine Lieben, macht's gut, bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknallt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknallt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tausch. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.